stürzt uns die Grunderwerbsteuer in eine Krise, und zwar in eine politische Krise, die sich keiner hätte ausdenken können, dass sich die Geister so scheiden mit Blick daran, Steuererleichterungen für Familien, die Immobilien zum Ersterwerb oder zur Selbstnutzung nutzen wollen. Und hier natürlich nicht vorhandene, sage ich mal, Steuererleichterungen plus zusätzlich die potenzielle Zusammenarbeit mit einer Partei, mit der man eigentlich nicht zusammenarbeiten darf. Ja, das ist gerade das, was in Thüringen passiert und wo sehr, sehr heftig diskutiert wird und wo vor allem auch die Umfrage, wer hat jetzt eigentlich mittlerweile eine klare Sprache sprechen, plus zudem, ich sag's mal so, in Berlin gerade viele Politiker hohl drehen und deswegen sich die Frage stellen, ja, wie soll denn das jetzt weitergehen, nachdem hier an der Stelle die Zusammenarbeit, mehr oder weniger, zwischen AfD, CDU und der FDP stattgefunden hat, plus zusätzlich ein paar Fraktionslosen. Und damit herzlich willkommen hier zu Steuer mit Kopf auf YouTube. Ja, seit Donnerstag, beziehungsweise wie immer schon ab Dienstag oder Montag darüber berichtet, gibt es eigentlich fast kein anderes Thema mehr im Bereich der Grunderwerbsteuer. Und zwar ist es nochmal so, für alle, die jetzt nicht auf dem aktuellsten Stand sind, so gewesen, dass an der Stelle die CDU in Thüringen vorgeschlagen hat, man könne doch die Grunderwerbsteuer senken, um vor allem hier Immobilienerwerb ganz einfach, ja sag ich mal, für Familien auch leichter finanzierbar zu machen. Das Thema ist nicht neu, wurde schon länger diskutiert und jetzt kam es dazu, dass die CDU im März bereits einen Antrag gestellt hat, der dann auch am letzten Donnerstag ganz einfach durchgewunken worden ist. Grunderwerbsteuer von 6,5 auf 5% runter plus eine Rückerstattung von bis zu 25.000 Euro bei einer Bemessungsgrundlage von 500.000 Euro zurück an Familien, die die Immobilien zum ganz einfach Eigennutz verwenden. Mittlerweile sind fast alle Politiker in dem Zusammenhang auch zu Wort gekommen, sowohl AfD natürlich als auch Linke, beziehungsweise die AfD hat sich am meisten zurückgehalten, Linke, SPD, Grüne und in dem Zusammenhang auch die CDU intern von, sage ich mal, politischen Gesprächen, lasst uns doch wieder zurück zur Tagesordnung kommen, bis hin zu dem Punkt, wo man sagt, okay, hier bricht gerade Deutschland zusammen. Jetzt ist es so, der aktuelle Vorwurf, der hier im Raum steht, ist unter anderem, dass es hier Absprachen gab zwischen CDU und AfD. Hier heißt es jetzt im Großen und Ganzen auch von der Staatskanzlei von Ministerpräsident Ramelow, also der damals auch durch Merkels Gnaden in dem Zusammenhang in das Amt gehievt worden ist, nachdem man ja eine demokratische Wahl ganz einfach ungültig erklärt hat. Da wurde ja hier mal schnell im Großen und Ganzen der Ministerpräsident ausgetauscht, denn der FDP-Kandidat Kemmerich durfte es nicht sein. Er wirft jetzt hier der CDU vor, dass es im Vorfeld Absprachen mit der AfD gab. In dem Zusammenhang ist der aktuelle Stand, dass sowohl AfD als auch CDU das bestreiten und sagen hier auch ganz klar, nein, es gab keine Absprachen. Das zumindest hier auch Friedrich Merz stellt auch klar, dass zumindest auf seiner Ebene keine Absprache mit der AfD stattgefunden habe. Und der Antrag eigentlich nur in dem Zusammenhang hier mit Blick auf alle Abgeordneten galt. Also im Großen und Ganzen selbst die Linke, die SPD und die Grüne hätten sich hier für die finanzielle Erleichterung von Familien einsetzen können, wenn sie es gewollt hätten. Aber man wollte natürlich hier Steuererleichterungen vermeiden, weil man an der Stelle natürlich sonst hätte potenziellerweise mit der AfD abstimmen müssen, was man aber in der Vergangenheit schon ein paar Mal gemacht hat, zumindest laut einigen Medienberichten. Es ist aktuell durchaus so schwierig, dass Thüringen ein heißes Eisen werden könnte. Denn laut aktuellen Umfragewerte ist es so, dass die rot-rot-grüne Regierung einfach ja, gemerkt hat wahrscheinlich, dass sie definitiv nach der nächsten Wahl nicht mehr den Ministerpräsidenten stellt, egal was sie machen wollen. Denn aktuell ist es so, dass laut aktuellen Umfragewerten hier CDU und AfD die einzigen Möglichkeiten wären, wenn man hier nicht irgendwie ein buntes Potpourri machen will. Und dementsprechend müsste man natürlich hier schon schauen, wie dann die Zusammenarbeit stattfinden soll. Thüringen ist, wie gesagt, hier ein heißes Eisen auch deswegen, weil, wie gesagt, die CDU weitere Steuersenkungen will, das natürlich mit AfD und FDP und fraktionslosen Abgeordneten durchgewunken hätte. Das heißt wiederum aber nochmal, jeder Linke, Grüne und SPDler hätte sich dort ganz einfach mitbeteiligen können.
Es gibt jetzt mittlerweile hier bundesweite Kritik, zum Beispiel hier aus der Staatskanzlei Benjamin Emanuel Hoff, hier von der Linken, spricht von gezielten Absprachen zwischen CDU, FDP und AfD, vor allem auch mit Blick darauf, dass man angeblich gezielt Tagesordnungspunkte hier von der ganz einfach Agenda genommen hat, um das durchzubringen. Hier im Großen und Ganzen auch der Thürings CDU-Generalsekretär Christian Hergott weist das natürlich zurück. Und es gibt auch Kritik innerhalb der Union, ich sag's mal so, aus dem klassischen Merkel-Flügel zumindest. Daniel Günther und Kai Wittecker kritisieren den Beschluss hier mit AfD-Stimmen. Friedrich Merz sieht Günthers Kritik als Einzelmeinung und man merkt auch zumindest, dass im Vergleich zu dem, wie es damals bei, ich sag mal so, Ramelow, als er durch Merkels Gnaden eingesetzt worden ist, hier die politische Stimmung aus der CDU schon anders ist und hier eine gewisse Neutralität vorhanden ist. Dann in dem Zusammenhang ist es auch so, dass CDU Jens Spahn, also Vizevorsitzender Jens Spahn, auch sagt, liebe Leute, das ist ein fachliches Thema, das ist kein Politikum, kümmern wir uns doch hier lieber an der Stelle um sachliche Themen und geben diesem ganzen Thema nicht so viel Macht. Das war übrigens auch ein Kommentar, den ich aus einem Video heranziehen will, was auch, sag ich mal, einer der Kommentatoren, also ein Zuschauer da gesagt hat. Er hat gesagt, es ist eigentlich traurig, dass man hier über Steuersenkungen für Familien spricht und daraus wird so ein Politikum gemacht. Kommen wir doch lieber wieder zurück zur Sachpolitik. Wie gesagt, aktuell ist es auch so, Bundesjustizminister Marco Buschmann von der FDP, der aktuell auch in der Ampelregierung mit dabei ist, sieht das Abstimmungsverhalten hier auch unproblematisch, denn es ging hier um die Sache, außer natürlich SPD, Grüne, Linke und vor allem unsere SPD-Vorsitzende Saskia Esken sieht hier natürlich eine ja, massive Empörungswelle und dementsprechend muss man aber ganz ehrlich sagen, das ist eine Frage, ob diese Empörungswelle nur hier in den Bundesvorständen der Rot, Grün und natürlich gelben Regierung ist, beziehungsweise an der Stelle Christian Lindner hält sich ja mit Aussagen zurück. Marco Buschmann hat sich, wie gesagt, hier dazwischen gestellt. Aber vor allem SPD, Grüne und Linke sind hier natürlich sehr stark hier am Kritisieren. Liegt primär auch daran, weil das die Parteien sind, die in den letzten Wochen am meisten hier verloren haben. Sehen wir uns jetzt aber nochmal spannenderweise das Thema mal aus einer finanzwirtschaftlichen Sicht an, denn das will ich euch auch nicht vorenthalten, weil immer wieder das Thema ist, ja, wie sieht es denn eigentlich hier aus mit den Finanzen zum Beispiel von Thüringen? Und da möchte ich euch mal auch mitnehmen auf die Reise hier und zwar in die Finanzdaten der Thüringer, sage ich mal, Finanzausgleichsgeschichte. Hier sind wir jetzt hier in der letzten Spalte und zwar Thüringen. TH, wie gesagt, natürlich teilweise früher im Osten, dementsprechend hier erst ab 1989 bis 90 mit dabei. Und man sieht, Thüringen ist ein Land, das hier aus dem Länderfinanzausgleich durchaus lebt. Im Gesamten bis 2022 circa 20 Milliarden bekommen. Das heißt, hier wird sich natürlich hier um 50 Milliarden der Haushalt verschlechtern. Ich möchte aber das Ganze nicht so stehen lassen, weil das wurde ja auch vorgeworfen, zumindest von einigen Linken, dass hier an der Stelle durchaus, sag ich mal, hier jetzt die Rechten nur deswegen Politik machen, um hier Steuergelder im Grunde abzugreifen aus dem Länderfinanzausgleich. Ich möchte aber hier mal auch ein paar andere Daten herholen und zwar grundsätzlich mal die Einwohnerzahl von Thüringen, die relativ stabil ist. Also es ist keins der Ostländer, wo man sagt, okay, dass man hier massive Verluste hat, sieht in anderen Bundesländern, die im Osten sind, doch ganz anders aus. Spannend ist aber hier die Arbeitslosenquote, weil man hier auch immer gerne wieder sagt, die bösen rechten Arbeitslosen, ist, wo man hier sieht, von 2005 von knapp 17,1% gefallen auf 5,3% mit natürlich einem leichten Corona-Anstieg, ganz klar. Das muss man auch hier in Relation setzen. Plus zusätzlich das Bruttoinlandsprodukt hier 71 Millionen ist nicht viel im gesamtdeutschen Bereich, aber wie gesagt, auch hier ein gutes Wachstum vorhanden. Plus zusätzlich die Anzahl der Erwerbstätigen hier mal in Relation. Wenn man sagt, okay, wie viele Erwerbstätige haben wir hier? Hier ist Thüringen ja als relativ kleines Land hier relativ, sag ich mal, ja, mit dabei und sagt, okay, wir sind nicht die Schlechtesten, aber in dem Zusammenhang haben wir nicht gerade viel. Was aber noch wichtig ist, und das möchte ich durchaus mit herausnehmen, und zwar ist jetzt die Arbeitslosenquote, weil ja immer wieder gerne und vor allem auch Berlin geschimpft wird, die Arbeitslosen Thüringer hier mit 8,8% übrigens, Berlin ganz vorne mit dabei, Hamburg natürlich auch, das Land von Olaf Scholz, NRW, hier natürlich das CDU-Land schlechthin, wo ja, sag ich mal, auch die ganzen CDU-Politiker zum größten Teil herkommen. In Deutschland Durchschnitt Arbeitslosenquote 5,3 und Thüringen, wie gesagt, hier eigentlich passend im Deutschland Durchschnitt. Das heißt an der Stelle mal hier
so ein kleiner Überblick, weil man gerne ja immer über Thüringen oder die Ostländer spricht, dass die hier nur Arbeitslose wären. Wie gesagt, vorsichtig sein, gerade hier mit diesen Ländern. Klar, Sachsen-Anhalt ist natürlich auch drüben. Aber an der Stelle vorsichtig sein mit dem, was man hier sagt. Denn die höchsten Länder mit der Arbeitslosigkeit oder Stadtstaaten oder Stadtländer an der Stelle ist nicht mal, wie gesagt, viel im Osten vertreten. Von daher, wie gesagt, was ist deine Meinung? Die interessiert uns, was du dazu zu sagen hast. Denn, wie gesagt, wir wollen wissen, was du denkst. Und deswegen ab damit unten in die Kommentare. Ich wünsche dir einen schönen Sonntagabend.